Dear Gretchen Fauch, my whiskey friends, welcome to my whiskey chow, whiskey dog. Yeah, what's a crack, whiskey up, my multi mates and mokerits? Oh, yeah, alles gut, hör ich wieder raus hier? Yeah, alles gut bei euch? Ja, bei mir natürlich auch. Ich wollte eigentlich mal wieder einen anderen Whisky machen, aber wie gesagt, ich habe ein Sample bekommen von dem lieben Matthias, der will genannt werden Matze. Weiteres will er nicht erwähnen. Okay, soll ich weiter, wo er sagen, wo er wohnt, Telefonnummer und so? Nein, mache ich nicht, habe ich auch gar nicht. und zwar hat er mir ein Sample geschickt, und zwar von dem Band Riach 12 Years Old. Und das ist die alte Version. Ich gieße erstmal ein. Was er mir geschickt hat, ein Sample, hat gefragt, ob ich da mal einen Vergleich machen könnte zwischen den und den neuen. Dazu muss ich sagen, ich habe den neuen noch gar nicht probiert. Und habe den auch gar nicht hier. Und durch Zufall, war doch so einfach mal gewesen jetzt durch Zufall, dass ich hier so ein bisschen rumgeguckt habe. Bei meinen Whiskys, ob ich vielleicht irgendwas von Ben Riach da habe. Und Tatsache, ich habe noch das alte Ding hier. Und zwar ist das hier das Bottle, der Ben Riach 12 Years Old Single Malt Scotch Whisky. Ist Vollreifung. Erstmal sagen, kommt aus den, wir sind hier heute in den Highlands, und zwar in der Space Side. Er hat eine Vollreifung bekommen. Hier ist die Umverpackung nochmal. Hat eine Vollreifung bekommen in Oloroso, Cherry Cask und PX Cask. Also eine Vollreifung in diesen beiden Fässern. Ja, seit 1898 gibt es Ben Riach, und die haben ja so eine Bandbreite, sagt man so, von Whiskys, von teuer bis, nicht sagen überbillig, aber ein bisschen billiger und so. Ich hatte noch gar nicht so viele von Ben Riach. Ich habe auch gar nicht so viele hier. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, einen hatte ich oder zwei. Einen, glaube ich. Und das ist jetzt der zweite hier. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Wie gesagt, kommt, tut er mit 46% Alkoholvolumen, ist nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Nehmen wir heute wieder den Rübgiball. Na klar, wie immer, Doc hat immer Rübgiball hier. Natürlich, kein Problem hier. So, da seht ihr die Farbe. Würde ich sagen, so ein, dunkler Goldton. Schöne Farbe, und klar, bei so einen Fässern, wenn er da gereift ist, ja. Ich habe von dem Whisky schon viel gehört. Ich weiß auch nicht, warum ich den noch gar nicht aufgemacht hatte. Er ist immer bei mir vorbeigegangen, keine Ahnung, so vorbeigegangen, und dann ist er weggelaufen und wieder in sich hingestellt. Ich weiß auch nicht. Mal gucken. Jetzt habe ich ihn ja drinnen, wie gesagt. Vielen Dank nochmal. Thanks a million an Matze für den Ben Riach, dieses Sample. Zum Preis und so kommen wir ja wieder danach. Ja, okay, we might genau sehen. Okay. Ich muss dazu auch sagen, dass ich von diesem Whisky wirklich nur Gutes gehört habe. Ich habe auch von vielen Leuten gehört, dass dieser, die alte Version, besser sein soll als die neue Version. Kann ich nicht urteilen, da ich beide noch nicht hatte. Ich habe heute nur den, und deswegen kann ich nur zu denen sagen. Ja, kommt auf alle Fälle gleich rote Früchte, aber auch dunkle Früchte. Schöne Erdbeeren, Blaubeeren, schönes Karamell. Boah. I'm sorry. Oh, die Rosinen kommen schön raus. Kirschen. Boah, richtig Früchtekompott. Sehr süß in der Nase. Mach mal die Brille nach oben. Ja, wirklich. Schön süß. Zucker. Ja, wie so kandierte Äpfel.
Weihnachtsmarkt ein bisschen krummt, jetzt schon langsam hier auf die Weihnachtszeit zu. Naja, wir sind ja jetzt schon hier Ende Oktober bald. Oder Mitte Oktober, sagen wir mal, gehen bald zu dem Ende Oktober dann hin. Ach nee, du Schlaumeier, nach Mitte kommt der Ende, wa? Ja, ich bin auch mal ein Nerd, okay? Obwohl es jedes Baby weiß, dass nach Mittelende kommt. Jetzt hier vorbei. Okay. Ja. Wunderbar, die Süße wieder. Oh, die Erdbeeren richtig stark drin. Mit Blaubeeren vermischt. Das ist reines, wirklich, also läuft mir schon Wasser im Mund. Also wenn der noch dazu denn so schmeckt, wie er riecht. Wunderbar. Dieser Zucker auch. Nicht gefärbt, nicht kühl gefüttert, hatte ich schon gesagt? Ja, hatte ich gesagt, genau. Okay. Doppelt besser. Mmh. Zuckerwatte. Yeah. Candy Cotton. Yeah, I love it. Mmh. Boah. Da kann man alles aufzählen langsam hier. Wie Marmelade. Erdbeermarmelade kann man noch aufzählen, ja. Aber auch Blaubeermarmelade. Ich sage, die ganzen Früchte sind drin. Das sind jetzt nicht nur Sommer-, Winterfrüchte oder Winterfrüchte, es war alles drin. Die Kirschen auch richtig mit richtig dunkelrote Kirschen bis auch auf schwarze Kirschen, kann man schon sagen. Wow. Okay. Slanchur. Mhm. Mhm. Oh. Baff. Ist der süß. Boah. Boah. Der ganze Mund ist gefüllt mit Zucker, mit Erdbeeren, Kirschen, Zuckerstangen, ganze reingestopft, so als ob man das ganze Ding gleich im Mund stopft, die Zuckerwatte, das Riesenteil, gleich hintereinander, nicht mehr ein bisschen abbeißt, gleich rein. So süß. 46% brennen überhaupt nicht, gar nicht. Er ist so weich, wunderbar. Boah. Und er bleibt drinne. Hauch Orangen kommt, ein kleiner Hauch, aber die Blaubeeren, der Zucker, die Cherries, boah, wow. Er füllt immer noch den Mund, er bleibt drin, das ganze Cremige. Boah. Jetzt kommt auch die Würze. Hinterher jetzt kommt Schokolade. Mhm. Voll mit Schokolade, würde ich mehr sagen. Die denn schon manch, ja, jetzt langsam ins Dunkle geht und hier intensiv die Süße. Ganz, ganz stark. Süße Erdbeeren, ganz, ganz krass. So wie süße Cherries. Boah. Die Zuckerwatte. In der Nase immer stärker und richtig lang anhaltender Whisky. Wow. Boah. Dass mir das entgangen ist bis jetzt. Slanchur. Mhm. Mhm. Boah. Nice. Very, very nice. I love it. Yeah. So astonishing, you know? Diese Süße ist einfach so kräftig, diese Zuckerwatte. Mit dem ganzen Sherry. Und die Kirschen und Brombeeren kommen jetzt auch. Blaubeeren. Boah.
die Schokolade wird kräftiger, die Vollmilchschokolade. Stärker. Dunkle Schokolade kommt kräftiger, meinte ich noch. Füllt den ganzen Mund aus, die Cremigkeit, die Süße. Very, very nice. I love it. Boah, magnificent. Willy. Oh, man. Wunderbar. Ich danke, danke dir nochmal. Thanks a lot. Thanks a million. Thank you. Matze. Yeah. Matze hat eine Glatze. Nein, weiß ich nicht. Ich kenne ihn ja nicht. ja, war nur ein Witz. Aber Joke. Okay. Amitida. Yeah. Ja, was soll ich sagen? Man kriegt diesen Whisky wohl noch, habe ich kurz vorhin mal ein bisschen gegoogelt. Aber nur ganz kurz. Aber unheimlich teuer. Ich glaube, das billigste war gewesen 150 Euro oder so. Und sonst, ich glaube, der wird auch gar nicht mehr hergestellt. Also er wird nicht mehr hergestellt. Dafür kommt der neue immer raus. Ersetzt diesen natürlich. Ja, ist klar. Ist ein schöner Whisky. Richtig gut. Ich weiß gar nicht, was der damals gekostet hat. Meine Vermutung ist, dass dieser Whisky bestimmt damals, ja, was soll ich sagen, ich denke mal so zwischen 35 und 40 Euro, vielleicht wieder so 39,90 oder so vielleicht gekostet hat, keine Ahnung. Ich denke mal, so in den Dreh wird der gewesen sein. Was heißt damals? Ich denke mal so vor 2 Jahren oder so. Damals hört sich an immer so wie bei so von Dad oder Mom oder von my Grandpa oder so in irgendwo Mai. Also hört sich immer an so. 2, 3 Jahre her, keine Ahnung. Dann, ich weiß ja gar nicht mehr, wie lange der nicht mehr hergestellt wird. Aber wie gesagt, es ist ein leckerer, sehr leckerer Whisky. Wenn ihr noch diese Proben hier kriegen könnt, ich glaube, die gibt es aber noch. Ich weiß nicht, wie teuer die aber sind. Vielleicht kosten die auch so 7, 8 Euro oder so dann. Und ihr hattet den noch nicht. Dann würde ich euch den auf alle Fälle empfehlen zu probieren, wenigstens mal. Weil dieser Whisky ist wirklich very, very good. Ich finde den sehr, sehr lecker. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also mehr gibt es eigentlich gar nichts zu sagen. Ich wünsche euch natürlich noch schöne Wochenende. Weiterhin bleibt alle gesund und alle, die ihr liebt habt und die ihr liebt. Und ja, dann hoffe ich, dann sehen wir uns natürlich wieder mal beim nächsten Mal und sage nur, see you later. Alligator. Sloan.